versuche seit Jahren meinen Kindern beizubringen, wie man eine WC-Papierrolle wechselt. Von Angesicht zu Angesicht ist mir das nicht gelungen. Ich versuche es jetzt einmal mit einem einfachen How-To-Video und vielleicht haben wir Glück und unsere Kinder sehen das Video auf Facebook oder auf YouTube. Wie wechselt man eine WC-Papierrolle? Die WC-Papierrolle ist leer. Darum öffnen wir den WC-Rollenhalter und nehmen die leere Papprolle heraus. Dann begeben wir uns auf die Suche nach einer neuen WC-Papierrolle. Meist ist sie nicht sehr weit entfernt. Nehmen diese WC-Papierrolle und stecken sie auf den Halter. Dann schließen wir den Deckel. Fertig. Für Fortgeschrittene, und ich hoffe, es ist keine Überforderung, kann man noch dazu sagen, dass man auch die leere Papprolle nehmen kann und diese in den Mülleimer werfen kann. Ich hoffe, dass unsere Kinder das Video auf YouTube oder auf Facebook sehen. Und vielleicht haben wir so mehr Erfolg. Tschüss!